Hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal hier totale Vorherrschaft, denn heute ist Patchtag und heute wurde einiges verändert hier in totale Vorherrschaft. Wir spielen natürlich auch schon wieder hier mit einem, ja, ich kann gerade gar kein Emote machen, weil ich spiele am PC, damit ich es ein bisschen früher hier alles aufnehmen kann, natürlich auch für euch. Ich spiele mit dem Skin, dem Piloten-Skin, den neuen. Man sieht es auch ein bisschen an den blauen Elementen an der Schulter immerhin. Hier laufen auch ganz viele Leute rum. Guck mal hier, das ist ein Geonosis-Skin, ne? Es gibt ganz, ganz viele neue Sachen. Und totale Vorherrschaft wurde in diesem Patch wirklich viel überarbeitet. Und das wollen wir uns mal so ein bisschen angucken. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen hier rumcutten, weil sonst dauern die Runden einfach immer viel zu lange bei totale Vorherrschaft, als dass man die großartig präsentieren kann. Von daher, mal schauen. Kommt nur alle her zu mir. Das ist jetzt alles hier nur Bots, würde ich sagen. Aber nee, da sind auch noch Gegner. Da ist aber nochmal ein Bot. Hinter mir. Komm nur her, mein Freund. Okay, ein paar haben wir erledigt. Können wir mal so ein bisschen drauf an. Aber ich glaube, den Punkt kann ich vergessen. Den nehme ich nicht ein. Nein, ich komme nicht mehr weg. So, und hier sehen wir auch schon eine der Neuigkeiten. Man kann jetzt hier nämlich bei den ganzen Punkten spawnen. Habe ich auch schon in dem einen Video gezeigt, was ich auf der Gamescom aufnehmen durfte. Man kann jetzt hier beim Partnerstart machen oder aber auch hier einfach mitten in der Action, beziehungsweise bei dem Punkt. Jetzt wird der natürlich angegriffen, gerade der C-Punkt. Deswegen war das vielleicht gar nicht so schlau, da zu spawnen. Weil dann wird man natürlich nicht direkt zum C-Punkt gesetzt, sondern in die Nähe. Und das ist jetzt gerade passiert, weil wie gesagt, wenn der eingenommen wird, dann ist es nicht so, dass man direkt da spawnt. Weil das natürlich auch blöd wäre, wenn man dann da spawnt direkt und dann sofort abgeschossen wird. Das wollen die nicht und genauso ist es auch blöd für die Angreifer, dass man dann da... Oh, der ist mir aber voll reingerannt. Dass man dann da direkt attackiert werden kann, das wollen die natürlich auch nicht. Deswegen war das jetzt vielleicht gar nicht so die schlaue Wahl. Ne? Ein bisschen mehr Taktik im Spiel, dass man jetzt hier auch auswählen muss, an welchem Punkt spawnt man denn eigentlich. Komm, der muss doch drauf gehen, der Typ. Komm ich hier... Nee. 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 Verdammter Mist. Gut, wir können den Helden nehmen. Wir nehmen den guten Bosk. So, beim guten Bosk wurde ja natürlich die Sprungfähigkeit hier angepasst, beziehungsweise einfach diese Gravitation. Man sieht schon, der fällt viel, viel schneller jetzt wieder zu Boden. Ich habe den hier auf dem PC leider auch noch nicht so hoch gelevelt, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, der hier. Der will mich, der gute Mann. Der wollte mich. Aber so nicht. So leicht lasse ich mich da nicht schnappen. Na, ah, und jetzt schon über mir. Oh mein Gott. Oh, das könnte jetzt gefährlich werden. Er ist ganz witzig, wie der mittlerweile gar nicht mehr so hoch springt. Der ist tot, okay. Das sieht jetzt irgendwie so richtig comic-mäßig aus, dass der immer so schnell runterfällt. Mittlerweile hat man sich ja so dran gewöhnt, dass der ganz schnell runterdroppt. Er springt auf jeden Fall ein bisschen höher als die normalen Einheiten. Ne? Guck mal, man kann hier auch hochkommen, noch ja. Ey, man kann hier schon noch hochkommen. So, jetzt haben wir drei Punkte. Sollten wir mal versuchen, ein bisschen zu halten. Wir wollen natürlich größtenteils hier die Endphasen zeigen. Soll heißen... Natürlich, liebe Leute. Oh mein Gott, die Granate. Natürlich viel eher diese Schiffsphase am Ende, ne? Weil die natürlich am interessantesten ist. Die wurde am meisten verändert. Dieser Anfang hier, der ist relativ gleich geblieben. Komm. Den treffen wir ja wohl. Yes, na also. Hallo, Hugh. Haben wir den Punkt hier? Ne, den haben wir nicht. Okay, den nehmen wir mit ein. Wir spielen natürlich auch Sieg, auch wenn die Gegner jetzt schon relativ weit vorne sind, leider. Da kommt Meister Yoda. Gegen den habe ich natürlich ein paar Problems. Boah. Oh, hinter mir ist auch noch einer. Ich werde sterben. Ich komme hier nicht runter. Ah, das sind auch noch Gegner. Wo sind denn meine Leute? Ich dachte, da waren eben meine. Da sieht man jetzt auch mal diesen neuen weißen Balken jetzt hier bei Meister Yoda, der so ein bisschen zeigt, wie viel Ausdauer hat der noch. Wie viel kann man den noch abschießen? Sollte man den jetzt abschießen? Ist der bald dabei, die Ausdauer komplett zu verlieren? Das soll einem natürlich so ein bisschen helfen. Jetzt werden wir so fertig gemacht. Ey, können wir nochmal hier spawnen bei B? Ja, können wir. Ach, wir werden jetzt so in die Enge gedrückt bei unserem Spawn. Das ist echt übel. Aber naja, dann geht's halt ein bisschen schneller auf Schiff drauf. Ist auch nicht schlecht. Da sind sie. Reiner. Oh, jetzt springt der auch in dem Moment. Oh, trotzdem erwischen. Nice. Oh, hinter mir. Der boxt mich. Danke sehr. Jetzt haben wir uns ein bisschen rauskämpfen können hier immerhin aus der ganzen Misere. Aber wirklich viele Punkte haben wir noch nicht. Jetzt gucken wir mal, wenn wir hier bei D spawnen, dann sind wir direkt hier sogar. Okay, also sind wir eigentlich eher bei E rausgekommen. Dann gehen wir direkt hier rüber. Interessant auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall spawnen wir nicht direkt ganz hinten, auch wenn der jetzt umkämpft war, der Spot. Oh mein Gott, hier sind viel zu viele Gegner. Ich kann gar nicht springen. Ja, da sind so viele Feinde, Mann. Das ist unfassbar. Okay, die Gegner haben es jetzt auf jeden Fall. Wir müssen sie noch aufhalten ein bisschen, aber ob wir das jetzt so hinkriegen... Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das jetzt noch bringt, an Bord zu gehen.
Wow. Nochmal ein Stück zurück. Okay. Feinde müssen hier an Bord. Wir sind hier auf jeden Fall am Start. Da ist ja sogar noch einer. Warum geht der nicht ins Schiff rein, der Kerl? Jetzt versucht das. Schießt ihn ab. Jawohl, sehr schön. Da sind auch noch einige. Da schießt sogar einer mit der TL-50 rum, ha? Mit dem Sekundärfeuer. Er hat auch mal die Rakete ins Gesicht bekommen, der Obi-Wan, aber das hat ihm auch nicht gestört beim Einsteigen. Das wird posthum in deinem Leistungsnachweis vermerkt. Zack, zerstört, aber hey. So, und damit sind wir jetzt auf der Schiffsphase und die soll ja komplett umgestaltet worden sein. Mal schauen, wie sich das hier jetzt spielen lässt. Ich nehme einfach mal... Ach, der Sprungtruppler, der ist eigentlich ein ganz guter Allrounder. Die haben jetzt 5 Minuten Zeit, plus die Zeit, die sie bekommen haben, weil da Leute ins Schiff eingestiegen sind. So ist es also. Und müssen jetzt versuchen, hier die Punkte einzunehmen. Läuft eigentlich quasi genauso ab wie vorher, nur dass sie diese Bomben das nicht mehr sind, sondern dass es jetzt diese Punkte sind, die sie einnehmen müssen. Türsteuerung verteidigen, okay. 5 Minuten. Gegner haben auch wieder 2 Helden. Wir haben 2 Helden. Passt. Keine Bots übrigens, für die Leute, die sich gefragt haben, ob jetzt hier Bots eingefügt werden. Nein. Hier wurden keine Bots eingefügt in der Schiffsphase. Ich helfe dir, Kollege. Oh, jetzt hat er Fokus auf mich, der Obi-Wan. Aufgepasst, der rennt hier bei alle rein. Den schaffen wir doch. Es wäre doch gelacht, wenn wir den nicht schaffen. Okay, er geht zurück. Passt. Hier vielleicht irgendwie außen einer am Flankieren? Nee, ich glaube leider nicht. Na, den erwischen wir so leider nicht. Aber die Gegner schaffen es jetzt überhaupt nicht, hier weiterzukommen. Bis jetzt sieht es jetzt super easy aus. Die haben auch nur noch die Hälfte der Zeit. Bis jetzt sind sie überhaupt nicht durchgekommen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Weil sonst dauert das nachher am Ende wieder 10 Jahre. Eieieiei. Mal gucken. Ich bin ja kein großer Freund von diesen überlangen Runden. Sehr schön, den haben wir auch erwischt. Über die Distanz sogar. Das war richtig gut. Hinter mir war eben einer, aber der ist anscheinend jetzt verschwunden. Es ist hier unten nochmal welche. Hier kann man richtig schön rüber looten. Bisschen was getroffen haben wir. Da kommt auch schon wieder Meister Yoda. Da hinten sind, da schlawinern sie rum. Da wollen sie rumkommen. Ah ja, das sind einige. Oh, die habe ich versetzt, die Rakete. Die war nicht gut. Anakin hat nicht mehr viel Ausdauer, das erkennt man jetzt halt, das ist echt schön. Dass man jetzt auch weiß, wann kann man den attackieren oder wann sollte man den attackieren und wann eher nicht. Das hält mir General Grievous mal. Schade, da waren noch irgendwo welche im Eck. Na, jetzt ist es nochmal knapp, jetzt sind sie in der Verlängerung drin und nehmen das Ding nochmal ein. Vielleicht wird es ja doch noch was, ich weiß nicht, da hinten stehen auf jeden Fall Annie und Obi-Wan. Die müssen es jetzt reißen bei denen, sonst müssen wir wieder auf den Boden. Mal schauen. Wir versuchen mal alles, um das aufzuhalten hier, ha? Die haben da auf jeden Fall ein schickes Truppschild platziert, die Granate. Oh, jetzt haben sie es doch noch geschafft, okay. Schnell zurück. Kann ich zurück? Ich kann nicht zurück. Ja, zurückziehen würde ich ja gerne, aber die Türen sind nicht offen. Ja, da sagt der General Grievous die richtigen Worte, ey. Ich bin von Idioten umgeben. Wenn die Tür zumachen, während wir hier noch draußen sind. Ah, jetzt kann man durch. Jetzt kann man... Oh, das sieht auch neu aus hier. Das sieht auch neu aus hier. Das gefällt mir. Cool. Passiert da irgendwas? Nö. Oh, die können hier schon durch. Die 2 Minuten Übergangsphase ist jetzt hier wohl irgendwie. Und danach kommen die nächsten Ziele. Das hat der Kerl sich aber so gedacht. So, dich schallern wir mit der Rakete weg. Den Wookie hätte ich gerne gehabt, aber... Naja, der ist entkommen. Da sind noch welche. Aber man kann jetzt schon mal sagen, die Runden dauern immer noch Ewigkeiten, finde ich. Ich spiele jetzt übrigens insgesamt schon 30 Minuten knapp, 27. Und wir sind hier an der Phase angelangt, obwohl eigentlich quasi die Gegner total dominiert haben auf dem Boden. Na, es scheint mir so, als müssten die Gegner das doch kaputt machen jetzt schon, in dieser kurzen Zeit eigentlich. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das schaffen die niemals. Sie hatten doch nur 2 Minuten dafür Zeit, das kaputt zu machen. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, ob die gleich verloren haben. Weil bis jetzt ist kein Durchkommen für die gewesen, aber überhaupt nicht. Ja, Rückkehr zum Bodenkampf. Krass. Rückkehr zum Bodenkampf.
Eieiei, das kann ja ewig dauern dann. Naja, es sind auch schon einige auf dem Weg zu den 100 Kills, ne? Ich, der Zopace, bei denen der Hollow Hue und der Micro Mac haben schon ein bisschen, ordentlich was. Jetzt haben wir den Spieß aber umgedreht, jetzt führen wir hier aber richtig dicke. 25% haben wir schon, nice, wir halten noch 4 Dinger gerade. Komm, gehen wir mal den E-Punkt auch noch angreifen. Vielleicht können wir da die Leute wenigstens ein bisschen unter Druck setzen, aber das wird nichts werden. Jetzt können wir natürlich aber trotzdem relativ weit vorne spawnen. Nehmen wir jetzt hier bei A beispielsweise spawnen, dann müssten wir ja... Ja, jetzt sind wir richtig weit drin. Das heißt, wenn man erstmal irgendwie die Oberhand hat, ist natürlich auch einfacher, die Oberhand zu halten, weil man jetzt auch immer bei A spawnen kann. Die Gegner können nur den Standard-Spawn oder E wählen. Und kommen dann noch schwieriger aus dieser Falle raus, dass sie dann da hinten, bei sich spawnen müssen. Das ist natürlich echt eine üble Sache. Ja, die sind hier überall um mich rum, ey. Ja, noch halten wir die 4. So, immer schön bei D oder A spawnen. Das sind halt eigentlich die beiden Sachen, die wir halten müssen. A wird jetzt weggenommen, leider. Ich spawn mal bei D. Haben vielleicht zu viele von uns sind dann zu A verteidigen, zu D verteidigen gegangen. Und dann konnten sie bei A jetzt durchbrechen, die Feinde. Aber noch haben sie es ja nicht. Wir haben ordentlich Punkte gemacht. Richtig, richtig viele Punkte gemacht. Okay, versuchen wir nochmal E anzugreifen. 70% haben wir auch schon. Der sitzt da hinter der... Der sitzt da unten. Warum setzt er sich denn unter die Treppe, Mensch? Ah, und jetzt kommt noch ein Meister Yoda. Das macht es natürlich auch viel wichtiger, dass man diesen mittleren Punkt hat, weil man von da aus überall hin navigieren kann, ne? Jetzt hatten wir D noch. Haben zwar nur noch 2 Punkte. Aber weil wir D haben, können wir eigentlich quasi in alle Richtungen ausschwärmen. Ah, oh, jetzt hat er wieder die Rakete nicht rausgerüstet. Was natürlich einen extremen Vorteil verschaffen kann. Na komm, den auch noch her, also. So, mittlerweile haben wir die 100 Kills schon, aber die Gegner noch nicht. Wir sind sogar der Erste geworden, der die 100 Kills hat. Aber die Gegner haben nochmal richtig ordentlich aufgeholt jetzt, weil die ganze Zeit mehrere Punkte hatten. Jetzt haben wir nochmal 3. Hoffentlich ändert das nochmal ein bisschen was, weil... Ich will jetzt hier auch mal aufs gegnerische Schiff kommen. Das wäre zumindest ganz cool. Jetzt D nehmen wir auch noch ein. Das wäre nicht schlecht. A verlieren wir wieder. Das ist der Punkt bei denen, ne? Ja. Aber wenn wir D dafür tauschen, wäre das eigentlich ganz ordentlich, muss ich sagen. So, den schießen wir mit der Rakete ab. Oh, der ist gar nicht gestorben. Die ist irgendwo verhungert. Aber wir brauchen jetzt D. Ganz dringend brauchen wir jetzt D. Ganz nach vorne. Und hier ordentlich Druck machen, liebe Leute. Sehr gut. Dooku geht mit rein. Der macht hier auch Druck. Das nehmen wir ein. Das passt. Sehr schön, haben wir sogar noch eine ganze Weile gehalten. Da ist noch einer drin, der das verteidigt. Der macht das super. Jetzt haben wir sogar eine Zeit lang 4. Vielleicht können wir auch nochmal rein bei A. Oh, wir haben es sogar gehalten, komplett. Wir haben es sogar gehalten, komplett. Ja, das dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein. Jetzt dürfen wir eigentlich auf deren Schiff kommen. Oh, der lebt ja lange. Übernimm du, Kommando-Droide. Oh mein Gott. Wookie Imploder, weg hier. 94% haben wir schon, das sieht gut aus. Ah, schade. So, und wir können auch nochmal ganz kurz hier zeigen, die Standard-Skins wurden natürlich auch angepasst. Na, wie gesagt, hier vom Heavy Trooper, hier ist der gute Piloten-Skin, den können wir auch nochmal ganz kurz nehmen, während wir jetzt auf Schiff rennen. Wird mir zwar jetzt nicht viel bringen, aber naja, mal gucken. So, wo landen die Dinger denn? Bin jetzt hier irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Ein mächtiger Feind greift in die Schlacht ein. So, direkt hier vorne, schnell an Bord gehen. Jawohl. Hey. Jetzt, okay. Ich wollte gerade sagen. Einige so, dann werden wir jetzt mal sehen, wie das jetzt hier läuft. Halt, den normalen Truppler wollen wir natürlich nicht. Wir haben 5 Minuten nur, komisch, aber... Ah, jetzt wird es drauf gerechnet. 5 Minuten... Und 50 Sekunden haben wir. Na, dann werden wir jetzt mal sehen, wie das hier bei denen aussieht. Ob das jetzt hier großartig anders ist oder ob das jetzt hier schwieriger ist. Ich weiß es nicht genau. Die haben es ja auf jeden Fall die erste Phase geschafft und die zweite dann leider nicht mehr, die Gegner. Ich glaube fast, mein Team ist ein bisschen schwächer als deren. Bin auf jeden Fall gespannt.
So, hier sind wir durchgebrochen auf der Seite. Das ist ganz gut. Ah, jetzt hänge ich hier unter diesem Schiff fest. Hier, diese Rohre sind doch auch neu, oder? Ich will ihn im Hintergrund eigentlich nur erwischen. Das gibt's doch gar nicht. Ich treffe den nicht. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier nehmen wir auch schon ein. Hier auf meiner Seite. Da sind wir richtig schön durchgebrochen. Count Dooku hat hier irgendwie die Mitte geregelt. Ich bin hier außen schön mit den paar Leuten durchflankiert. Das hat richtig schön funktioniert. Oh, nicht zu viel wagen. Dann muss jetzt Count Dooku ran. Ja, macht er auch. Sehr schön. Hat er. Super. Gut gemacht, Count Dooku. Hey, da vernichtet einer unsere Nachhut. Nein, ich glaube, Count Dooku ist gerade gestorben. Kann das sein? Nee. Wir müssen den Punkt auch noch einnehmen. Ich kann nicht auf alle Seiten achten, leider. Schade. Aber da kommt schon der Nächste, der mit einnimmt. Sehr gut. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir nehmen mal einen Druidika und rollen da ganz schnell hin. Aber das schaffen wir auf jeden Fall. Guck mal, das haben wir auch schon fast eingenommen. Ich wollte gerade sagen, mit dem Druidika jetzt rein, um dann da möglichst lange irgendwie das zu halten. Jetzt mal 6 Minuten. Wir kriegen nochmal ein bisschen Aufschub. Ah, hier soll die mich erstmal noch nicht ausklappen. Wir gehen einfach mal oben lang, weil ich glaube, oben ist fast gar keiner von denen. Oh, ja, das war falsch. Warum sind denn da oben so viele schon? Wir müssen 3 Sachen kaputt machen, okay. So, wir gehen hier mit dem General Grievous-Trupp lang. Der wird das schon machen, der gute General Grievous-Trupp. Wir rollen einfach mal direkt durch, weil wir sowieso hier hinten hin müssen, um das dann von hier aus kaputt zu machen. Der andere Druidika macht das auch. Das scheint mir leichter zu sein als die Punkte, die wir attackieren mussten. Aber die halten schon ordentlich was aus. Mein Druidika macht schon richtig dicke Schaden. Dass das jetzt so lange dauert, ist natürlich übel. Ja, dass die jetzt alle zu mir hinkommen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, irgendwie, da sind meine Teammates und schießen die auch noch ab mit. Aber nein, okay, dann nehmen wir nochmal einen Schwungtruppler. Aber einiges schon fast kaputt. Eines der Dinger ist schon fast kaputt. Und eins habe ich ein Drittel abgezogen allein. Und das andere hat dieser andere Druidika, glaube ich, relativ low geschossen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber die Dinger halten ja echt was aus, Mensch. Ich habe gedacht, die geht mal ein bisschen schneller kaputt. Besonders muss man das jetzt alles auf einer Seite nur machen. Das heißt, sie müssen nur eine Seite verteidigen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Immerhin, man kann das aus diesem Gang hier schon aus abschießen. Man müsste es eigentlich auch von hier aus abschießen können, oder? Ja. Wenn man sich dann hier so hinstellt, ja, das klappt. Das klappt, das geht. Immer wieder ein bisschen Schaden drauf bekommen. Jetzt hier auch nochmal eine Rakete rein da. So ist das doch ganz gut. So, den haben wir auch. Super. Mein Team macht das. Mein Team macht das. Ganz ehrlich, wir schaffen das. Das Ding da hinten ist auch schon fast kaputt. Jetzt nur noch das an der Seite hier. Da hat man echt gute Möglichkeiten, da drauf zu schießen. Gerade durch dieses Fenster, finde ich. Also man hat hier wirklich gute Chancen, das kaputt zu bekommen. Da hatten es die anderen schwieriger, zumindest allgemein Schaden auf das Ding zu bekommen. Und die Raketen machen ordentlich Schaden. Da gibt es irgendeinen Multiplikator, da bin ich mir richtig sicher. Das hat man gerade richtig schön gesehen, wie die Rakete da eingeschlagen ist. So, jetzt haben wir das. Müssen wir jetzt die andere Seite auch noch kaputt machen oder war es das? Nee, das war's. Cool. Der Sieg. 124 Eliminierungen. Nice, super. Cool, cool, cool. Dauert aber trotzdem sehr lange. Das war jetzt eine 47-Minuten-Runde. Also man muss sich das schon auf lange Zeiten einstellen. Aber trotzdem eine schöne Runde. Das war's mit dem Video hier zu den neuen Updates zu dem totalen Vorherrschaftsmodus. Ich werde ihn natürlich heute auch noch streamen und so weiter. Deswegen schaut mal gerne vorbei. Das war's. Vielen Dank. Bis denn und ciao, ciao.